Wir sind hier im Deutschen Technikmuseum in der großen Galerie in der aktuellen Fotoausstellung Cosmic Culture. Die Ausstellung zeigt 49 großformatige Fotografien des Bonner Fotografen Dieter Seitz. Dieter Seitz hat sich in den letzten 10 Jahren auf die Suche nach Relikten einer kosmischen Ästhetik gemacht in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Die Bilder zeugen von einer Begeisterung für das Thema Weltraumfahrt, wie er gerade in den 60er, 70er Jahren weit verbreitet war. Das ging einher mit den Erfolgen der sowjetischen Weltraumfahrt in dieser Zeit, dem ersten Flug eines Menschen in den Weltraum, Juri Gagarin 1961. Mein Eindruck beim Zusammenstellen dann dieser Ausstellung hier ist, dass viele der Bilder eine Unschuld ausstrahlen, die man heute eigentlich kaum mehr für denkbar hält. Also der Start ins Weltall war zwar geprägt vom Kalten Krieg und der Systemkonkurrenz, dennoch haftete dem eben eine bestimmte Unschuld an und auch eine Begeisterung für die Technik. Wenn man so emphatisch sagt, ein Menschheitstraum, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass es tatsächlich in allen Kulturen oder in den meisten Kulturen der Welt diese Sehnsucht gibt, über die Erde hinauszugehen, also diese Grenze zu überschreiten. Das ist schon ein magisches Thema in der Menschheitsgeschichte. Im Osten Deutschlands wissen alle älteren Menschen, wer Gagarin ist, und die Jüngeren überwiegend auch. Und sobald sie im Westen sind, wissen es nur sehr wenige Menschen. Juri Gagarin. Oh Gott, jetzt haben wir es verkackt. Nee, habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht, sagt mir gar nichts. Und Gagarin ist für uns als Kinder, wenn man hier im Osten zur Schule gegangen ist, natürlich die Attraktion gewesen. Mich fasziniert der Weltraum oder das Universum generell. Auch viele Fragen, so was es vielleicht noch für Existenzen geben könnte. Das sind weltbewegende Momente gewesen für die Menschheit auf jeden Fall. Ich sehe das von unten, da gucke ich mir gern die Sterne und den Mond an, ja, aber hoch muss ich nicht, nein. Gagarin war schon der ganz große Held. Die sind ja die alle der Kosmonauten hier lang gefahren mit offenen Wagen. So sagen viele, die zur Physik gekommen sind, ja, über Weltraum, Science Fiction, Utopia. He is a cosmonaut from Russia. That's it. Vor Juri Gagarin gab es eine Weltallhündin, Laika, die da unterwegs war, aber leider die Raumreise nicht überstanden hat. Der Reiz der Ausstellung hier im Technikmuseum ist, dass wir die Bilder in unmittelbarer Nähe zur Weltraumtechnik zeigen, die hier ausgestellt ist. Und sie zeugen ja davon, wie Technik auf Gesellschaft, auf Kultur wirkt. Und das ist das Besondere.